Und zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Georg Willi. Bitte, Herr. Georg Willi, der Verkehrssprecher der Grünen, ist der erste Debattenredner. Frau Präsidentin, Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde es versuchen, im Eilzugstempo durch 7 Tagesordnungspunkte zu ziehen. Ich beginne mit dem ersten Punkt, da geht es um das Gelegenheitsverkehrsgesetz. Und es ist gut, dass es einen einstimmigen Antrag gibt, dieses Gesetz dahingehend zu verändern, dass es jetzt eine Beförderungspflicht für Assistenzhunde gibt. Das ist ein richtiger Ansatz. Bisher wurden Menschen, die einen solchen Hund gebraucht haben, der nämlich ohne Maulkorb und ohne Leine geführt werden darf, oft zurückgewiesen. Und es war eine ziemliche Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Zum Top 2 wird mein Kollege Harald Walser sprechen, zum Bundesstraßengesetz. Ich komme zum Thema Bundesgesetz über die Statistik zu Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden. Herr Minister, Sie wissen, dass im Regierungsübereinkommen vorgesehen ist, dass es eine Rechtsgrundlage für die gesamte Verkehrsstatistik geben soll. Mit diesem Gesetz wird nur ein Teil dessen, was eigentlich die Regierung ausgemacht hat, abgedeckt. Uns ist das zu wenig. Sie haben gesagt, Ihnen war es wichtig, dass Sie wenigstens einen Teil jetzt einmal vorziehen. Es ist schön, dass was weitergeht, aber nach 3 Jahren Regierung Rot-Schwarz wäre es doch Zeit, dass man die gesamte Verkehrsstatistik regelt und nicht nur die mit Personenschaden im Straßenverkehr. Was uns nicht schmeckt, ist die kurze Begutachtungsfrist von nur 11 Tagen. Das wurde auch in der Begutachtung stark kritisiert, weil es auch hier um ganz wesentliche datenschutzrechtliche Fragen geht. Und was wir noch kritisieren, dass diese statistische Auswertung, und da geht es um hohe Kompetenz im Datenschutz, nicht zwingend bei der Statistik Austria angesiedelt wird, sondern dass es möglich ist, diese Statistikleistungen auszuschreiben und quasi irgendjemanden vom Markt zu nehmen, der halt am billigsten anbietet. Das widerspricht dem, was die EU vorgibt, nämlich Statistik an einer sehr kompetenten Stelle zu bündeln. Und da haben wir die Statistik Austria und sollten es daher zwingend dort machen. Daher keine Zustimmung von uns. Sie ändern die Straßenverkehrsordnung. Da gibt es ein paar Punkte, die wir durchaus unterstützen, aber einiges, was einfach nicht geht. Es gibt eine unsachliche Ausnahme vom Wochenendfahrverbot für Beleuchter und Beschaller, wo wir Grüne uns fragen, welche Lobbyistengruppe war da so erfolgreich am Weg, dass das kommt. Aber noch viel wichtiger, es gibt eine weitere Lockerung des Werbeverbotes. Sie, Herr Minister, sind angetreten mit der Ansage, ich will null Verkehrstote. Und wer null Verkehrstote will, ein hehres Ziel zugegeben, der muss alles tun, um Straßen sicher zu machen. Und mit der Lockerung des Werbeverbotes ist es mehr als heute möglich, zum Beispiel bei Wahlen Werbetafeln im Straßenraum aufzustellen. Und es obliegt der Bezirkshauptmannschaft zu beurteilen, wann gefährdet eine Werbetafel den Verkehr. Und da wird es sehr unterschiedliche Auslegungen geben. Ich kann mich an Wahlkämpfe erinnern, leider, wo es Tote gab, und zwar in diesem Fall sogar ein totes Kind, weil dieses hinter einer Werbetafel stand, dann auf die Straße ausgetreten ist. Der Autofahrer hat das Kind nicht gesehen und hat es überfahren. Das sind ganz tragische Folgen. Und wir finden, dass man da eine weitere Lockerung des Werbeverbotes, was nur die Werbewirtschaft will, dem kann man nicht entgegentreten. Nächster Punkt, Führerscheingesetz neu. Da gibt es viele gute Punkte und daher verlangen wir eine getrennte Abstimmung. Das Verlangen ist eingebracht. Aber einen Punkt gibt es, wo wir nicht mitgehen. Das ist die Möglichkeit des Alkolocks. Wie ich von dem erfahren habe, dass Sie das einzuführen gedenken, habe ich mir gedacht, ja, kann man mal schauen, ob das was bringt. Nur die Begutachtung zum Alkolock hat ergeben, dass hinter dieser Frage sehr viele große Fragezeichen stehen. Ein Alkolock ist ja sowas Ähnliches wie die Fußfessel. Ja, es ist quasi eine Erleichterung vom Führerscheinentzug. Man kann nach der Hälfte der Zeit, wo der Führerschein entzogen wurde, für einen besoffenen Autofahrer, kann er, wenn er entsprechend Geld hat und sich den Alkolock einbauen lässt, kann er dann mit Alkolock früher schon wieder Auto fahren. Und jetzt haben alle relevanten Studien ergeben, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit eines Alkolenkers
genau gleich hoch ist, ob er ein Alkolock verwendet oder nicht. Mit einer Ausnahme, wenn es eine sehr gute und konzentrierte verkehrspsychologische Betreuung für diesen alkfahrenden Autofahrer gibt. Und genau diese fundierte psychologische Betreuung des Alk-Sünders sehen Sie nicht vor. Das heißt, wenn Ihnen Verkehrssicherheit ein Anliegen ist, wenn Ihnen ein Anliegen ist, dass Menschen, die mit Alkohol am Steuer gefahren sind und damit viele andere gefährden, wenn Sie die auf den Pfad der Tugend zurückholen wollen, dann müssen Sie für eine entsprechende, gute verkehrspsychologische Betreuung sorgen. Und genau das fehlt. Und daher sagen viele Fachleute, das, was da Österreich macht, ist ganz nett, aber es bringt in der Praxis nichts. Der sich den Alkolock leisten kann, der darf früher wieder Auto fahren und der andere muss halt warten. Und für so was haben wir bei einem Minister, der Verkehrssicherheit ganz oben auf seine Agenda hingeschrieben hat, kein Verständnis. Und ich komme zum letzten Punkt. Da geht es darum, dass Italien im grenzüberschreitenden Zugsverkehr die Schienenmauten massiv anheben will. Und zwar bis zu 130%. Die können das noch, weil sie eine EU-Vorgabe noch nicht umgesetzt haben, die Österreich schon umgesetzt hat. Und wir bauen derzeit um Milliarden von Euros teure Bahntunnels, um Güter auf die Bahn zu bringen und Personen auf die Bahn zu bringen. Mit dieser massiven Erhöhung der Schienenmaut im grenzüberschreitenden Verkehr, sagen die ÖPB, sagen die deutschen Bahnen und andere Bahnen, wissen wir nicht, ob wir den grenzüberschreitenden Zugsverkehr nach Italien uns noch leisten können. Oder wir müssen mit den Preisen so hinaufgehen, dass viel weniger Menschen Zug fahren. Das kann es nicht sein. Und da verlange ich, dass Sie, Herr Minister, alle politischen und rechtlichen Möglichkeiten ausnützen, um das abzuwenden. Wir können doch nicht Milliarden in den Bahnausbau stecken und dann drehen die Italiener mit ihrer Schienenmautpolitik diese Züge ab. Und Sie wollen mit Mehrheit im Haus diesen Antrag von uns ablehnen. Dafür fehlt uns jegliches Verständnis. Ich werbe nochmals dafür, dass wir auf Italien einwirken, alles zu tun, dass wir auch mit einer intelligenten und guten Schienenmautpolitik Verkehre von der Straße auf die Schiene bringen. Es liegt an Ihnen, hier tätig zu werden. Und ich hoffe, dass das Parlament dieses Ansinnen doch noch am Ende unterstützt. Viele Kritikpunkte am Verkehrspaket durch den grünen Verkehrssprecher Georg Willi.